Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch nicht nur die Software Display Fusion vorstellen, sondern auch am Ende des Videos 5 Lizenzen für diese Software an euch verlosen. Also, los geht's! Zuerst ein klein wenig Allgemeinwissen zur Software für diejenigen unter euch, die sie noch nicht kennen. Und zwar ist Display Fusion eine Software, die Display-Einstellungen und Multitasking vom Windows verbessern will. Vor allem für diejenigen unter euch, die mehrere Monitore benutzen, könnte sie sehr zum Vorteil sein. Denn ihr könnt beispielsweise den Bildschirmschoner über beide Bildschirme laufen lassen und müsst nicht, wie es bei Windows eigentlich Standard ist, einen schwarzen Bildschirm sehen, da Windows den Bildschirmschoner nur über einen Monitor anzeigen kann. Aber genug geschwärmt. Schauen wir uns die Funktion der Software einmal genauer an. Habt ihr Display Fusion einmal installiert, könnt ihr es ganz einfach unten rechts in der Ecke neben der Uhr als laufendes Programm finden und mit einem Rechtsklick ein paar kleinere Einstellungen und Profile wählen, zu denen ich aber später noch einmal kommen möchte. Habt ihr also dieses kleine Einstellungsmenü geöffnet, könnt ihr die vollen Einstellungen ganz einfach über den Punkt Display Fusion Einstellungen öffnen aufrufen. Hier sind die unglaublich vielen und komplexen Einstellungen, die wir uns ganz oberflächlich auch einmal in diesem Video anschauen wollen. Zuerst fangen wir mit den Grundeinstellungen unter dem Reiter Einstellungen an. Hier könnt ihr erst einmal einstellen, ob sich Display Fusion mit Windows starten soll und ob es im Kontextmenü erscheinen soll. Als nächstes könnt ihr eure Bildschirmkonfiguration und den Hintergrund wählen, um ein optimales Erlebnis beim Benutzen der Software erleben zu können. Die Bildschirmkonfiguration ist eigentlich selbsterklärend, da ihr bis auf die Auflösung und die Anzahl und Reihenfolge der Monitore hier eigentlich nichts weiter machen müsst. Schaut ihr allerdings den Punkt Bildschirmhintergrundeinstellungen einmal an, werdet ihr feststellen, dass dort eine Menge Zusatzmöglichkeiten stehen. Zum einen könnt ihr den Bildschirmhintergrund auf eure ganze Arbeitsfläche erweitern, die Grafik auf allen Monitoren anzeigen oder spezifische Hintergründe verwenden. Nun müsst ihr einfach eure Bilderquelle wählen. Neben den ganz bekannten Quellen wie Facebook, Instagram oder Google findet ihr auch das Display Fusion eigene Bildernetzwerk namens Wallpaper Fusion, für das ich mich ganz bewusst wegen der vielen Möglichkeiten der Bilderanzeige entschieden habe. Denn klickt ihr auf zufällige Grafik laden, könnt ihr erst einmal ein Intervall festlegen, in dem sich das Hintergrundbild ändern soll. Außerdem könnt ihr unter den Einstellungen abfragen, eigene Suchbegriffe und die Beliebtheit der Bilder festlegen, die angezeigt werden sollen. Allerdings benötigt ihr hierfür auch einen kostenlosen Account bei Wallpaper Fusion. Und hier möchte ich auch direkt zu einem kleinen Kritikpunkt kommen, denn die Einstellungsbuttons sind leider etwas zu klein geraten, weswegen man nicht erkennen kann, um welche Einstellung es sich handelt. Dies findet man allerdings durch ein wenig Rumprobieren auch ganz schnell selber heraus. Da wir nun alle wichtigen Dinge der Bildschirmhintergrundeinstellung durchgeschaut haben, wollen wir nun einmal über den Punkt Funktion, da ihr dort nur Shortcuts importieren, erstellen und ansehen könnt, zu dem Punkt Taskleiste. Dort könnt ihr ein Shell-Menü festlegen, welches euch den Windows-Startknopf unter Windows 8 wiederbringt und die Taskleisteneinstellung bearbeiten. Denn ich persönlich benötige bei meinem zweiten Monitor keine weitere Taskleiste und habe sie deshalb auch ausblenden lassen. Unter dem Punkt Windows 8 könnt ihr den Windows-Startbildschirm umgehen, den Sperrbildschirm ausblenden und einen eigenen Mini-Startbildschirm verwenden. Die Windows-Anmeldung könnt ihr dann unter dem nächsten Punkt auch noch mit einem eigenen Hintergrundbild versehen. Und jetzt kommen wir zur allerbesten Funktion, die dieses Programm zu bieten hat und wegen der sich der Kauf auf jeden Fall schon gelohnt hat. Den Bildschirmschoner, denn ihr könnt eure Hintergrundbilder und Logos auf beiden Bildschirmen als Bildschirmschoner verwenden, was einfach nur super genial aussieht. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug Funktionen und Zusatzfeatures habt, könnt ihr dann unter dem Punkt Fensterfang die Fenstereinstellung wählen, unter denen sich ein bestimmtes Fenster in den Vollbildmodus begibt. Unter Fensterverwaltung könnt ihr dann noch ein paar Features zum Herüberziehen vom einen auf den anderen Bildschirm wählen und die nächsten Punkte dienen dann der Kompatibilität, der Lizenzverwaltung, dem About Us und der Remote-Steuerung, mit der ihr den Bildschirm mit eurem Handy fernsteuern könnt und der Fensterposition, unter der ihr bestimmte Bildschirmgrößen für Programme einspeichern könnt. Und nun kommen wir zu meinem Fazit, denn ich finde,
Für diejenigen unter euch, die lange am Rechner sitzen und viel mit zwei Monitoren arbeiten, also oft von einem zum anderen Monitor switchen und so weiter, für diejenigen lohnt sich der Kauf der Software wirklich, denn sie erleichtert das Arbeiten mit Windows wirklich und deswegen kann ich sie nur an euch weiterempfehlen. Und nur um das mal zu erwähnen, ich persönlich wurde von Display Fusion nicht dafür bezahlt, dieses Video zu drehen. Ich habe Display Fusion einmal angeschrieben per Mail und gefragt, ob sie mir nicht ein paar Lizenzen zur Verfügung stellen können, die ich dann an euch verlosen kann. Und ich habe dann auch eine halbe Woche später eine Antwort von ihnen bekommen, dass sie mir 5 Lizenzen für euch zur Verfügung stellen, die ich auch in diesem Video verlosen möchte. Also, alles was ihr tun müsst, um eine Lizenz zu gewinnen, ist ein Kommentar unter diesem Video posten, in dem ihr schreibt, warum ihr diese Software gewinnen wollt. Wenn noch ein paar Informationen anhängen, wie zum Beispiel welches Display-Setup ihr habt und welches Betriebssystem ihr benutzt, hat eine erhöhte Chance zu gewinnen. Die ersten beiden Gewinner werden die ersten 2 Kommentare sein, weil ich einfach meinen regelmäßigen Zuschauern einmal danken möchte und die letzten 3 Lizenzen gehen an die besten Kommentare, die ich unter diesem Video finde. Das Gewinnspiel geht nun so lange, bis ich unter diesem Video einen Kommentar poste. Natürlich nur mit den Vornamen der Gewinner. Danach werde ich diese 5 Personen anschreiben und brauche von ihnen die E-Mail und den Namen für die Zusendung der Lizenz. So, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch um 16:30 Uhr zu einem neuen Video. Bis dann. Haut rein. Ciao.